Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Podcast-Video übrigens. So, in diesem Video zeige ich dir, wie du melden kannst ein Problem über Facebook. Okay, weil das ein bisschen schwierig ist, erkläre ich das kurz und bündig. Versuche ich es. Und warum? Weil es mittlerweile wieder Leute gibt, die Links versenden, die gar nicht versendet haben. Und in dem Fall seid ihr mehr oder weniger Opfer einer Gruppe, die einfach euren Account in einem Pool gehackt haben. Okay? Und damit da wirklich alles sauber zugeht und Facebook das überprüft, weil wenn ihr den Account, also das Passwort des Accounts ändert, könnte man ja sagen, Problem gelöst. Aber wenn ich ein Kitty-Hacker wäre, dann würde ich weiterdenken und dann würde ich eine Rückkopplung, könnte man das sagen, einbauen, dass selbst wenn ihr euer Passwort ändert, meine Software das sieht und automatisch auslesen tut. Okay? Jetzt geht erstmal aufs Profil. Und da haben wir hier unten Hilfe und Support. Da klicken wir drauf. Und den Hilfebereich, den brauchen wir nicht. Ein Support-Postfach brauchen wir auch nicht, sondern wir klicken auf Problem melden. Dann haben wir natürlich Feedback zum Facebook geben. Und dann gibt es einmal Hilfe uns, Facebook zu verbessern, gib uns Feedback zu einem Nutzungserlebnis auf oder etwas ist schiefgelaufen, teile uns mit, wenn ein Feature nicht funktioniert. In den meisten Fällen macht man das untere und man sagt sich, okay, was ist das hier, mal zu deinem Gerätkonto, die bla 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 bla. Ne? Und ihr könnt das hinzufügen, ne? Das heißt, werden automatisch diesen Bericht aufgenommen und dann kann man das besser halt nachzuvollziehen. Also machen wir zur Meldung hinzufügen und dann werden wir gefragt, wie können wir uns verbessern. Das ist eigentlich totaler Blödsinn, weil ihr wollt ja eigentlich nur einen Fehler melden, okay? Aber Facebook macht es ein bisschen sehr, sehr schwer. Und daher macht ihr einfach Sonstiges und wir machen es dann auch schwer. Und ihr braucht auch keinen Screenshot zu machen unbedingt. Ihr könnt es, müsst es nicht. Und ihr schreibt Folgendes hin. Überprüfen Sie mein Konto auf versteckte Serien oder Data oder Korruption. Oder ob mein Account korrupiert ist. Okay, mehr müsst ihr nicht schreiben. Okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Okay, korrupiert ist genau. Und dann klickt ihr einfach auf Absenden. Und dann war es das. Und ihr seht das als Feedback. Und ihr sendet es sonst nochmal noch an eine E-Mail-Adresse. Ne? So, und dann auf jeden Fall brauchen wir noch ein Impressum. Jetzt scrollen wir ganz nach unten und sehen hier unten müsste eine Mail-Adresse sein. Da. Voilà, da haben wir die Mail-Adresse vom Support von Facebook. Und da nutzen wir das nochmal. Warum? Weil ich hier einen Nachweis habe. Mit dem Support, also über Facebook das zu machen, ist zwar gut und schön, aber hilft uns nicht immer weiter, als wenn wir den direkten Support anschreiben. Betreff ist ganz wichtig, dass wir dann sagen, gescammt, ne? Mein Konto eventuell gescammt. Oder gehackt. Das kennt er einfach nicht. Das ist halt zu doof. Das haben wir ja vorher geschaut.
Dann der Text ist ziemlich einfach. Sehr geehrtes Facebook Support Team. Ich sehe das alles hier nicht, weil das so klein ist. So einen großen Bildschirm, aber die Schrift ist ja so blöd, so klein. Kann ich das die Ansicht vergrößern hier? Ach, egal. So, jetzt so. 12, also. So, und dann schreibt er hin. Vermutlich. Wurde mein Facebook-Konto kopiert. Da soll die Rechtschreibung jetzt mal machen. Korrumpiert. Korrumpiert. Bitte überprüfen. Ja, das ist, ich habe ja in der Firma gearbeitet, in einem IT-Firmenunternehmen. Und da macht man das kurz. Kurz, weil das wird ja sowieso von denjenigen. Ihr müsst ja nicht viel schreiben. Ne? Vermutlich wurde mein Facebook korrumpiert. Bitte überprüfen. Vielen Dank, bitte um Feedback. Die Kunden tun viel zu viel schreiben. Und die IT-Leute, die brauchen nicht viel. Ja, weil die wissen ganz genau, dass das unnötig ist. Jetzt könnte man sagen, ja okay, brauchen die nicht einen Nachweis oder so? Nein, brauchen die nicht. Die können das alles sehen. IT-Leute sehen das einfach. Es war auch schön und gut, dass man dann versucht, Nachweis zu geben, aber das ist unnötig. Weil der IT-Mann selber muss halt da rangehen. Ne? Man könnte den Grund schreiben auch, dass man aus Versehen auf den Link geklickt hat, der jemand von jemandem geschickt wurde, der auch davon nichts wusste. Lasst es einfach weg. Ne? Und seid ihr immer, ich gebe euch hier nicht nur krasse Podcast-Tipps, ich gebe euch auch Tipps, wie ihr da fein rauskommt. Weil ich die Philosophie von dem Bereich kenne, ich habe damit zu tun gehabt, jahrelang. Und lieber weniger als mehr. Okay? Und ja, ich habe auf den Link geklickt, aber in meine Sandbox. Das heißt, der Link hat mich gar nicht betroffen und ist nichts passiert. Aber ich mache dieses Video, weil es jemand anders passiert ist. Und er wurde vermutlich Wahrscheinlichkeit zu 200% gehackt. Und wenn ein Bekannter mir sagt, ja, Andi, mach darüber ein Video, aber erwähne nicht meinen Namen. Und ich so, man muss sich für nichts schämen, kann passieren. Weil du kennst dich damit aus, Andi. Ich so, ich weiß, dir passiert sowas nie. So, ja. Aber ist kein Problem, dann gibt es halt Aufklärung. Gibt es halt über Video, also über Videopodcast. So, auf jeden Fall haben wir das gemacht, ne? Und jetzt könnte man sagen, ja, Moment mal, aber wie wissen denn die, dass es ja Facebook-Konto ist? Noch einmal, was ich vorher gezeigt habe. Eure E-Mail-Adresse ist eure Index, also eure Personalausweisnummer. In Amerika ist es ein bisschen anders. Die sind nicht so kompliziert wie in Deutschland mit Behörden-ID und Pass-ID, Super-Edition-ID. Die wissen ganz genau, mit der E-Mail-Adresse, wo ich euch registriert habt, das ist eure ID. Ne? Und daher habe ich ja euch vorher gezeigt, vergleicht eure E-Mail-Adresse. Weil es gibt Leute, die haben mehrere Mail-Adressen und dann tun sie an Facebook anfragen und dann sagt Facebook, no way, das kannst du nicht sein, du bist nicht der Kunde, weil das ist nicht deine E-Mail-Adresse. Okay, Leute, wir schicken das Ganze mal ab. Und fertig. So. Und wenn die das überprüfen, ob da und das Konto sieht in Ordnung aus, dann werdet ihr von Facebook Support innerhalb von maximal 3 Tagen, manchmal auch früher,
eine Antwort erhalten. Wir haben ihr Konto überprüft. Wir konnten nichts finden. Gegebenenfalls reicht es aus, wenn sie das Passwort ändern. Dann erst, und wirklich dann erst, könnt ihr mit Sicherheit sagen, wenn ihr das Passwort schon davor schon geändert habt, dann habt ihr das alles richtig gemacht und ihr müsst auch nicht mehr tun. Wenn ihr das Passwort vorher geändert habt, aber Facebook findet heraus, dass euer Konto wegen Kittys und bösen Leuten halt eben, kann passieren, gehackt wurde, dann kann auch sein, dass Facebook sagt, ey, pass auf, du musst noch was dafür tun, entweder eine zweifache Authentification oder halt eben irgendwas anderes, was Facebook einfällt, um eben dafür zu sorgen, dass euer Konto in Zukunft nicht mehr korrumpiert wird, beziehungsweise halt gehackt wird. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich weiß, es ist ein bisschen lang, aber es sollte schon ein bisschen Schritt für Schritt sein und euch einiges halt zeigen, weil wenn ich euch zu wenig zeige, dann bin ich wieder der miese Peter. Wenn ich euch zu viel zeige, dann müsst ihr zu oft aufs Klo gehen, weil ihr zu viel Kaffee trinkt, wahrscheinlich die da hocken und zu nervös sind, solche Videos zu schauen. Also versuche ich immer so einen mittleren Weg zu finden. Okay Leute, das war's. Abonniert meinen Kanal, liked meine Videos, empfehlt sie auch euren Freunden und anderen. Wenn ihr Probleme habt mit Sachen, sagt mir Bescheid, schreibt mir in den Kommentaren. Und wenn ihr Videos sehen wollt, falls ihr schon immer wissen wolltet, wie Facebook richtig aufgebaut ist, wie ein Marketplace ist, wie Gruppen funktionieren, wie ich Gruppen gründe, wie ich eine Adcenter mache, was ist aktuelle Werbung, was ist Bestellung, Zahlung, was ist Christmas Response, was ist Erinnerung, Gaming-Videos, gespeichert, Messenger, News und so weiter und so weiter und die Welt dreht. Dann erst recht abonniert meinen Kanal und liked meine Videos und schreibt in die Kommentare eure Wünsche, was das nächste Video sein soll. Dann kann ich richtig geile Videos machen und euch alles über Facebook zeigen. Ja, ich habe für viele Firmen gearbeitet, werde jetzt nicht alle Firmen sagen. Ich habe Promotion gemacht und überspitzt sage ich Trillionen von Jahren, kenne ich fast jeden Scheiß. Aber ich kann ja keine Videos einfach so ins Blaue machen, wenn dann keine Kommentare reinkommen und man nicht sagt, hey, mach mal ein Video über dieses oder dieses Thema. Okay Leute, das war's von mir. Haut rein. Ich hoffe, auf viele Kommentare und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.